Hallo, ich grüße euch. Ich bin der Vinci von Espresso Perfetto Düsseldorf. Ich stelle euch heute unseren Favoriten in der Preisklasse bis 1500 Euro vor. Hier haben wir einmal die Mara X von Lelit. In der Mitte haben wir die Rocket Appartamento. Und ganz links von mir die Quickmill NAZ. Der Listenpreis bei der Mara beträgt 1300 Euro, von der Rocket knapp 1420 Euro und von der Quickmill NAZ halt 1500 Euro. Die Mara X ist ein Zweikreiser und hat einen 1,8 Liter isolierten Edelstahlkessel. Und die ist, wie ihr seht, aus gebürsteten Edelstahl. Die hat hinter der Schublade einen Schalter, da kann man die Brühtemperatur manuell 3 Stufen verstellen. Die hat eine Vibrationpumpe, ein Manometer, und zwar einen doppelten. Oben habt ihr den Kesseldruck und unten den Pumpendruck. Cool Touch, also die Dampfpflanze ist isoliert. Vintage, Drehventile. Daneben haben wir die Rocket Appartamento, ebenfalls ein Zweikreiser mit Vibrationpumpe. Die ist jetzt in diesem Fall mit weißen Inlays, die gibt es in verschiedenen Farben, auch in schwarz, in rot, in Cooper. Kessel 1,8 Liter, allerdings aus Kupfer, nicht aus Edelstahl wie die Mara X. Genau, die hat schöne Vintage Drehventile. Ne? Und ganz links haben wir so für uns die Preis-Leistungs-Sieger eigentlich, die Quickmill NAZ. Die hat nicht nur einen Edelstahlkessel, einen 1,8 Liter Edelstahlkessel isoliert. Auch das Chassis ist komplett aus Edelstahl. Die hat eine No-Burn-Lanze. Die haben wir schon mal in unserem Videokanal vorgestellt. Die könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Die hat an der Pumpe eine Membrane. Das dient dazu, dass die nicht so laut ist. Die ist geräuschdämmend zum Beispiel. Sind alle 3 ein Zweikreiser, wie gesagt, mit der gleichen Vibrationpumpe. Die eine hat einen Edelstahlkessel, die andere auch. Die Rocket Appartamento kommt halt mit einem Kupferkessel raus. Der Vorteil vom Edelstahlkessel ist halt, dass ich Kalk schlechter an Edelstahl festbinden kann als Kupferkessel. Denn wie ihr wisst, habt ihr in Düsseldorf nicht nur schlechtes Bier, sondern auch schlechtes Wasser, also hartes Wasser. Dafür ist die Fußballmannschaft stärker. Die NAZ hat einen 3 Liter Wassertank. Oben werden die Maschinen alle geheizt durch die halt Wärme vom Kessel. Wärme geht ja bekanntlich nach oben. Selbstverständlich sind alle 3 Maschinen Zweikreiser, wo man den Espresso, Kaffee und gleichzeitig halt schäumen kann, Teewasser, Abnahme. Alle 3 Maschinen haben natürlich den Faema E61er Brühkopf. In unserem Blog könnt ihr auch die Geschichte von Faema euch durchlesen. Wir packen euch gerne den Link in der Beschreibung. Die Reling von der Appartamento, die kommt eigentlich mit einer Plastikreling raus. Man kann natürlich so eine schöne Edelstahlreling als Zubehör dazu kaufen, kostet ca. 69 Euro. Von den Maßen, ja, die Lelit ist natürlich schön schmal, zeitlos. Schlussendlich würde ich euch die NAZ jetzt in diesem Fall empfehlen. Allein schon wegen den ganzen Edelstahlanteile, Edelstahl, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, Edelstahlkessel, Edelstahlrahmen, No-Burn-Lanze, 2 Manometer, eine recht leise Pumpe. Und natürlich macht es die Mara X und die Appartamento auch. Aber zum Beispiel hier haben wir dann wiederum einen Kupferkessel. Zu den 3 Maschinen gehört natürlich auch eine gute Mühle hinzu, weil die Mühle ist das A und O. Die Appartamento haben wir gerade auch als im Bundle, gerade mit der passende dazugehörige Mühle, die Rocket Fausto in Chrom oder Schwarz für 1599, solange der Vorrat reicht. Für die zwei habe ich auch eine Mühlenempfehlung, die Eureka Specialita, die habe ich, glaube ich, auch schon mal vorgestellt. Müsst ihr euch mal anschauen auf unserem YouTube-Kanal von Eureka, die Specialita mit den 55er Mahlscheiben, mit dem Timer für eine Portion, für zwei Portionen. Die ist gerade auch im Angebot für 429 €. Diese drei Maschinen sind sofort erhältlich über den Online-Store oder über bei uns im Shop. Sehr gerne könnt ihr unseren YouTube-Kanal abonnieren, damit ihr auch keine Videos mehr verpasst. Ihr könnt auch gerne vorbeikommen, euch von mir beraten lassen. Wir sind auf der Bilker Allee 228. Wir freuen uns auf euch.